Wolfgang Stumpf wurde am 31. Januar 1946 in Wünschelburg, Schlesien, geboren. Er wuchs als Einzelkind ohne Vater auf. Der kleine Wolfgang war, wie viele seiner Schicksalsgenossen in den 50er Jahren, ein Schlüsselkind. So ist es kaum verwunderlich, dass er immer die Nähe zu anderen Menschen suchte. Er war stets ein, wie er es formuliert, Mannschaftsspieler. Ob als Ministrant, Jungpionier, Handballer oder bei seiner künstlerischen Ensemblearbeit. Auch die Schulzeit war geprägt von dem Wunsch nach Kameradschaft und sozialer Anerkennung. Ein guter Schüler, gesteht er heute, sei er wohl nicht gewesen, dafür aber der Klassenkasper. 2003 zeigte Wolfgang Stumpf in einer rasanten Verwechslungskomödie, wie man als Arbeitsloser über Nacht zum Ministerpräsidenten werden kann. Der Job seines Lebens war der erfolgreichste ARD-Film des Jahres 2003. Mach doch auf! Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich werde dir noch halb verrückt. Vor allem bist du verrückt geworden. Wo warst du denn? Erika, ich muss dir was sagen. Oh, keine Polizei in der Nähe. Gestern, ich bin in sowas reingerutscht. Du mir Hilfe rufen, ja. Und kein Mensch in der Nähe. Weil es war, da kamen Tomaten angeflogen. Oh, was für Tomaten? Also, das ist so. Ich bin Ministerpräsident. Oh, mein Erwin, das ist doch keine Schande. In unserer Lage, da muss man nur nehmen, was kommt. Wer Millionen Zuschauer begeistert und zum Star geworden ist, sollte gerade im Lichte des Erfolgs nicht vergessen, wo seine Wurzeln liegen, wo er herkommt und wem er sich verbunden fühlt. Auch das sind Maximen Wolfgang Stumpfs, die ihm viel Sympathie eintragen, die ihm vor allem aber ein inneres Anliegen und eine Verpflichtung sind. Seit Jahren schon engagiert er sich tatkräftig für ein Kinderheim im sächsischen Volkersdorf und einen Dresdner Förderkreis für krebskranke Kinder. Er ist Kuratoriumsmitglied der Dresdner Kinderhilfe e.V. und seit 2000 auch ganz offiziell für UNICEF aktiv.